Die heutige Episode ist der schwedischen Kleinstadt Marstrand gewidmet. Entdecke mit mir die mächtige Festung Karlstens und streife durch die Stadt. Natürlich kommen auch einige Segelvideos und es geht anschließend weiter in die Schären.2019 war mein skandinavischer Sommer. Die Reise der Widerwind führte mich bis ganz hoch in den Norden in die schwedischen Schären. Sei dabei, wenn ich durch die dänische Südsee, über Samsö und Anholt durch das raue Kattegat bis nach Marstrand segel. Erlebe die Strandung der Widerwind in einem Sturm und freue dich mit mir über herrliche Ankerbuchten und lauschige Abende im hellen Sonnenschein. Tauche mit mir ein in die faszinierende Welt der schwedischen Schären. Gute Navigation ist hier unerlässlich, um zwischen den vielen Inseln und Riffs einen Weg zu finden. Das Wetter war teilweise recht rau diesen Sommer. Umso mehr freute ich mich dann abends auf einen ruhigen Ankerplatz. Meine Reise mit der Widerwind hatte mich bis weit in die schwedischen Schären geführt. Ich lag vor der kleinen Insel Högö vor Anker, verbrachte dort eine herrliche Nacht, erlebte ein tolles Abendrot und hatte beschlossen, am nächsten Morgen in die 5 Seemeilen entfernte Stadt Marstrand zu fahren. Frühmorgens lichtete ich den Anker und begab mich auf die kurze Strecke. Meine Anreise erfolgte durch den Albrechtssundkanal. Dieser um 1780 teilweise künstlich erweiterte Kanal verband Marstrand mit der Schärenwelt von Göteborg. Es wird berichtet, dass hier reger Schiffsverkehr herrscht und man kaum durch das Gedrängel durchkommen kann. Da ich aber schon sonntags morgens um 7:30 unterwegs war, kam mir tatsächlich nur ein einziges Schiff entgegen und ich konnte die grandiose Aussicht und die steilen Klippen links und rechts von der Widerwind genießen. Es dauerte nicht lange und die imposante Festung Karlstens kam in Sicht. Ich tuckerte weiter auf dem Kanal entlang und genoss die Reflexion der Spiegelung auf dem Wasser und war einfach nur fasziniert von der wunderschönen Aussicht. Als ich morgens den Anker lichtete, hatte ich gar nicht vorgehabt, in Marstrand festzumachen. Ich wollte mir die Festung nur von außen anschauen und weiter nach Lysekil oder Smögen segeln. Als ich dann diese tolle Kulisse sah, dachte ich, wie blöd kann man denn sein, hier weiterzufahren. Ich hielt Ausschau nach einem freien Plätzchen, fand auch eins und deshalb gibt es jetzt diesen Segelbericht. So, los geht's. Die Widerwind ist gut verteut. Nun entdecke mit mir gemeinsam das quirlige Stadtleben von Marstrand. Nett, auf der ganzen Hafenmeile erklingt klassische Musik, eine entspannte Atmosphäre. Marstrand ist errichtet auf den beiden Inseln Marstrandsøen und Køø, wobei sich die Altstadt auf Marstrandsøen befindet. Wie in Schweden üblich, gibt es eine Fähre, die die beiden Inseln verbindet und auch sonst herrscht eine gute Anbindung an das schwedische Festland. Die beiden Inseln sind ungefähr 200 Meter voneinander entfernt. In dem dazwischenliegenden Fahrwasser herrscht jetzt um die Mittagszeit ein reger Schiffsverkehr und ich beobachte das quirlige Treiben auf dem Wasser und schlendere durch die Stadt. In meinem Heimatort Timmendorfer Strand gibt es das Café Wichtig auf dem Marktplatz. Dort sitzen alle und beobachten die schicken Cabriolets und teuren Autos auf- und abfahren. Hier scheint es sich ähnlich zu verhalten, nur eben auf dem Wasserwege.
Es erübrigt sich, glaube ich, zu erwähnen, dass man hier abends schick ausgehen und essen kann. Aber es kostet auch dementsprechend viel, weil man die gute Aussicht mitbezahlen muss. Und ich beschließe lieber selber zu kochen. Vor 200 Jahren war Marsstrand das Mekka der Heringsfischerei in Schweden. Aber mit dem Wegbleiben der Fischschwärme kam es auch zum Niedergang der Fischerei. Und der Tourismus wurde erschlossen. Um 1878 wurde in Marsstrand eins der größten Warmbäder in Schweden gebaut. König Oskar II., dessen Büste davor steht, verbrachte dort jahrzehntelang seinen Sommerurlaub und allerlei illustre Gäste begleiteten ihn. So, eigentlich wollte ich Marsstrand gar nicht anlaufen. Aber dann winkte mir ein freier Ankerplatz und ich dachte mir, probier's doch mal aus. Für einen Abend kannst du es ja mal riskieren. Mir ist zwar ein bisschen zu viel Hektik und Trubel hier in der Stadt, aber sie ist interessant und wunderschön. Und in Ruhe ankern kann ich ja noch oft genug. Wegen des vielen Durchgangsverkehrs im Hafen Schwell ohne Ende. Hier wird voll auf Tourismus gesetzt, aber das ist ja auch okay. Wovon sollen die armen Schweden sonst auch leben? In der Saison sind die Liegeplatzpreise um Faktor 5 erhöht. Das fand ich auch sehr interessant. Also vielleicht sollte man doch lieber im Mai hierher segeln oder Anfang Juni. Aber egal, sei es drum. Jetzt bin ich erstmal da und schaue mir das Ganze an. Wenn man brav bergauf kraxelt, dann kommt man auch hoch zur Festung. Darauf werde ich doch auch noch mal einen Blick riskieren. Ja, also diese Festung, die ist schon mal ganz imposant. Ja, vermutlich wollt ihr auch was davon sehen. Dann müsste ich mal die Kamera umschalten. Einen kleinen Augenblick bitte. Marsstrand hat eine bewegte Geschichte hinter sich, gehörte mal zu Norwegen, mal zu Dänemark und schlussendlich zu Schweden. In der Inselmitte, auf 50 Metern Höhe, thront die Festung Karlsten. 200 Jahre lang haben Sträflinge daran gebaut. Die Festung lag strategisch günstig und war mit 100 Kanonen ausgerüstet. Von der Festung aus hat man eine wunderschöne Übersicht über die Ostsee und die Hafeneinfahrt. Irgendwie erinnert mich diese Einfahrt an Bonifacio auf Korsika. So, mich haben sie jetzt im Kittchen eingesperrt, weil ich auf die Burg geklettert bin. Naja, ich habe jedenfalls diesen tollen Ausflug genossen. Es war eine tolle Aussicht von da oben. Irre Inselwelt. Ich bin heilfroh, dass ich tatsächlich in Marsstrand festgemacht habe. Ob ich das denn heute Nacht auch noch sage, wenn ich bei dem Schwell im Hafen nicht schlafen kann, ist eine andere Nummer. Jetzt kaufe ich gleich erstmal ein bisschen Proviant fassen für die nächsten zwei Tage, wo ich wieder ankern will. Dies ist ja heute mein erster schwedischer Hafen. Die letzten drei Nächte habe ich ja immer irgendwo geankert, was ich sehr schön fand. Ja, und nach dem Einkaufen geht's erstmal ins Strandbad. Ich bin durch.
Nun gut, mit den weißen Stränden von Timmendorfer Strand oder gar Sylt kann man das nicht vergleichen. Es ist halt ein Bad in den schwedischen Schären. Leider habe ich nicht weniger Hähnchen bekommen. Die muss ich jetzt alle alleine verdrücken. War so ein Dilemma. Es war nicht der Schwell im Hafen, der mir eine unruhige Nacht bescherte, sondern vielmehr die vielen Hähnchenkeulen, die ich verspeist hatte. Hab vor einer Stunde Maastal verlassen, will weiterfahren Richtung Norden. Für heute sind so 4 bis 5 Windstärken aus Ost angesagt, was hier an den westschwedischen Schären ablandigen Wind bedeutet. Das heißt, ich habe schnelles Segeln ohne große Welle. Und so ist es auch. Ich laufe jetzt mit 6 bis 7 Knoten. 6,7 habe ich gerade. Also tolles Segeln. Bin mal gespannt, wie weit es mich heute treibt. Ich habe mir mehrere Ziele auf der Seekarte schon mal angeguckt. Ich will wieder irgendwo ankern, schön geschützt, weil heute Nacht ein bisschen mehr Starkwind aus Ost angesagt ist. Und dann will ich schön sicher in einer kleinen Bucht liegen, mir was Leckeres zu essen zubereiten und wieder die Abendsonne genießen. An Steuerbord die schwedische Küste. Wie gesagt, sind jetzt so 4 bis 5 Windstärken. Jetzt habe ich gerade 4, 15 Knoten Wind. Ja, kann herrlich laufen. Komm gut voran. Sonne scheint auch. Ein herrlicher Segeltag. Ich hätte mir eigentlich eine Schere bei Grundsund oder Lysekil zum Ankern suchen sollen. Aber der Segelwind war so günstig und die Biedewind schnitt förmlich durchs Wasser, dass ich immer weiter nach Norden segelte und all diese herrlichen Plätze hinter mir ließ. Uiuiui, heute ordentlich was geschafft. 45 Seemeilen gesegelt, aber jetzt habe ich aber auch 3 Ankerversuche gebraucht, bis er endlich hielt. Hat ordentlich aufgefrischt, hatte die ganze Zeit 6 bis 7 Knoten Fahrt. Für heute Abend sind so 22 Knoten Wind angesagt, darum habe ich mir eine geschützte Ankerbucht ausgesucht. Die kleine Insel Dänemark, das ist ein Naturhafen, weit nördlich von Göteborg. Ich wollte ein bisschen aus dem Trubel wegkommen, habe ich nun wohl auch geschafft. Und dann schaue ich mal, jetzt geht's erstmal baden, dann ein Bier und dann wird gekocht. Mal kurz die Runde hier im Naturhafen. Wirkt auf mich jedenfalls sehr romantisch und aus allen Richtungen geschützt, dieser kleine Naturhafen. Nach dem Abendbrot mit dem Dinghy erstmal die Insel erkunden. Schnell hergerudert, der Wind trieb mich hierher. Und wenn es mir dann gelingt, hier oben irgendwie hochzuklettern, müsste die Aussicht grandios sein. Genial, ich habe jetzt meine kleine Insel mit dem Schlauchboot angelaufen, bin auf hier raufgeklettert. Es ist einfach nur unberührte Natur, wohin du auch guckst. Es ist einfach wunderschön, still. Das Einzige, was man hier hört, sind die Vögel. Und weiter unten, wo ich mit meinem Schlauchboot angelandet bin, waren zig Zelte, die die Schweden dort aufgebaut haben. Die sind teilweise mit Kajaks und sonstigen Sachen rübergekommen. Das waren also nicht die Segler. Das muss wohl irgendwie dieses schwedische Jedermannsrecht sein. Jedermann hat Recht, überall, wo auch immer er ist, auch auf Privatgrundstück, eine Nacht mit seinem Zelt oder was auch immer er hat, zu übernachten, muss dann aber wieder verschwinden und darf natürlich denjenigen, dem das gehört, nicht stören. Naja, und hier gehört es natürlich alles niemandem. Das heißt, die Schweden gehen am Wochenende einfach raus in die freie Natur, nehmen ihre Zelte und Schlafsäcke mit, Picknickkörbe, grillen tun die ja sowieso überall, wobei ich nicht weiß, ob sie das hier im Naturschutzgebiet dürfen.
Ja, und genießen einfach das freie Leben in der freien Natur. Ganz anders als wir. Wir Deutschen bauen Sandburgen um jeden Strandkorb. Wir sind immer Spinnefeind. Und die Schweden sagen, nee, jedermann darf auch auf Privatgrundstück sein Zelt aufbauen für eine Nacht. Finde ich irre. Eine andere Mentalität. Na, ist das eine Aussicht? Dabei bin ich noch nicht mal ganz oben. Wahnsinn! Die Schweden verwenden diese Wasserstraßen ja fast ähnlich wie wir unsere Landstraßen. Es geht hier links, es geht rechts, es geht geradeaus. Und irgendwie finden die sich zurecht. Ich habe keine Ahnung wie. Ist wohl nur was für die Einheimischen. Hätte ich nicht mein GPS, nur mit den Seekarten. Also ich hätte echt arge Mühe, mich hier zurechtzufinden. Es sieht überall gleich aus. Und da das wie Landstraßen ist, ist hier nachts auch ein reger Durchgangsverkehr. Es kann also durchaus passieren, dass nachts um 10 hier mehrere Motorboote in Vollspeed vorbeikrusen, weil sie aus dem Krug zurückkommen und nach Hause fahren und dementsprechend den Wellenschlag machen. Das schert hier die Schweden nicht weiter. Nun gut, mich auch nicht sonderlich. Man erschrickt einmal und dann hat man sich dran gewöhnt an das Gewackel. Tolle Naturlandschaft. Ich bin echt begeistert von Schweden. Auch gerade hier von den Schären. Es ist wunderschön hier zu sein, das zu genießen, diese Ausblicke, diese Natur, dieses pure Dasein zwischen den Steinen. Ich weiß zwar nicht, ob ich hier ewig leben möchte. Dazu sind es mir einfach zu viele Felsen. Aber es mal erlebt zu haben, ist schon genial. Man fühlt sich vollkommen aus der Zeit gekickt. Es ist irgendwie ein anderes Dasein, wenn man hier ist. Es fällt vielleicht auf, dass ich häufig recht früh unterwegs bin. Aber wenn ich anker, stehe ich immer mit der Sonne auf, vergewissere mich, dass das Boot noch an seinem Platz liegt und lasse meine Blicke umherschweifen. Das hat den Vorteil, dass ich morgens rechtzeitig loskomme und viel vom Tag habe. Als ich morgens das Boot klar machte, konnte ich noch nicht ahnen, was mir der Tag bieten würde. Ich hatte geplant, durch den Hamburgsund in wunderbarer Naturlandschaft nach Strömstad zu segeln. Aber stattdessen kam es zu einem Wetterumschwung und die Biedewind strandete in einem heftigen Unwetter kurz vor Strömstad. Falls dir mein kleiner Segelbericht gefallen hat und du neugierig geworden bist, wie die Sache wohl ausgegangen ist, dann solltest du mir ein Like schenken, meinen Kanal abonnieren und gespannt sein auf die weiteren Abenteuer der Biedewind in den schwedischen Schären.